hier jetzt erstmal nur eine kleine Liste der aktuellen Datenprovider mal an die Wand geworfen. Die ändert sich und erweitert sich natürlich stetig. Aber da gibt es jetzt eben diverse SQL-Dialekte, können wir MySQL, Oracle, IBM, SQLite, SQL Server selber, wäre kein Problem. Wir können natürlich auch Datenobjekte, also wirklich Klassen im .NET-Umfeld, können wir als Datenquelle nutzen. Wir können das klassische ADO.NET benutzen, ein Dataset zum Beispiel oder ein Datatable bloß. Das ist kein Problem für Listenlabel. Wir haben auch dateibasierte Datenquellen, zum Beispiel wie CSV-Dateien oder Excel-Dateien, können als Datenquelle genutzt werden. Im E-Commerce-Bereich vielleicht auch wichtig. XML- und JSON-Dateien können als Datenquelle genutzt werden. Sogar einen REST-Datenprovider haben wir, der ein JSON oder ein XML zurückliefern. Das heißt, man kann einen REST-Service, einen Endpoint aufrufen, der entsprechend ein JSON oder XML zurückliefert, und Listenlabel verwendet das dann einfach als Datenquelle. Also mega komfortabel und eigentlich sehr, sehr viel dabei. Sollte was fehlen hier in diesem Bereich, ist es natürlich jedem .NET-Entwickler freigestellt, auch eine eigene Datenprovider zu schreiben, weil wir dieses Interface dazu natürlich nicht sofort mit der ersten Version, sondern 2, 3 Versionen später dokumentiert haben. Wir liefern sogar eine Beispielprogrammierung mit, wie wir einen Datenprovider umsetzen. Ich glaube, der war basierend auf einer CSV-Datei jetzt nachher. Aber da kann man sich eben ranhangeln. Die Dokumentation führt einen hinzu, welche Interfaces man umsetzen muss dazu. Also wenn man da wirklich was mega Exotisches hat, was jetzt vielleicht nicht in einem Produktstandard von Listenlabel integriert werden kann, dann kann man da auch selber Hand anlegen, einen eigenen Datenprovider zu schreiben.